So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Vizebeast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Ja, es hat sich wieder ein wenig verändert zur letzten Folge. Die größte Veränderung sieht man gleich. Ja, fällt es euch auf? Fällt es euch auf, hatten wir hier nicht mal irgendwie einen Gang oder so? So eine Dunkelkammer, so ein Dunkelgang. Den habe ich jetzt abgebaut, abgerissen. Zwischenzeitlich sah es ganz schön schäbig aus. Weil ja teilweise halt die Wand von dem Gang gleichzeitig noch die Wand von dem Kasten hier war. Aber jetzt habe ich hier einfach, jetzt ist einfach nur ein reiner Kasten von Dings hier. Und dieser Gang hier ist weg. Und dafür habe ich dann hier jetzt unsere Erhöher sozusagen ein bisschen erweitert. Und dann hier einfach den Zaun durchgezogen, damit man auch direkt hier hin kann und nicht erstmal hier rein muss. Und hier habe ich jetzt das Tor. Hier ist noch offen. Hier habe ich noch nicht weitergebaut. Denn hier drinnen sieht es ganz schön schäbig aus, vor allem hier hinten. Aber ehrlich gesagt, das ist mir so scheißegal. Denn wir sind wirklich so unnormal nah an einem ME-System und ihr seht schon, ich will heute mich um CF kümmern. Nicht um ein ME-System für Iridium oder irgendwas, sondern ein ME-System. Sondern CF. Ne? Denn, ihr wisst ja, ich habe jetzt schon seit einigen Folgen diese Baustelle hier, das Atomkraftwerk. Und dafür brauchen wir eine Substanz. Die nennt sich Reinforced Stone. Das ist das hier. Dafür gibt das, das hat kein Crafting-Rezept. Sondern man muss CF mit dem CF, also das hier CF Powder mit dem CF Sprayer in ein Iron Scaffold. Nein. Kein Plan, wie man schreibt. Also 2F. Auf jeden Fall, ja, da muss man es reinpumpen, ein bisschen warten und schon kriegt man Uien Foster und den kann man dann abbauen, dauert 10 Jahre. So ein bisschen wie Obsidian. Und das hält einer Atomreaktorexplosion stand. Und hier, dieser ganze Zwischenraum soll mit diesem Zeug gefüllt werden. Der Kabelstone hier ist nur sozusagen Platzhalter. Und ich brauche den Uien Foster, um weiterzubauen. Deswegen würde ich mal sagen, den bauen wir jetzt mal. Beziehungsweise wir behalten mal alles vor. Wir bereiten jetzt mal alles vor. CF. Wir brauchen den CF Sprayer. So wird er gecraftet. Eigentlich mega easy. Okay, Universal Fluid Cell haben wir eigentlich. Sogar ein paar. Aber Iron Plates können wir jetzt auch schon craften, aber ja, komm, 2 Eisen. So. Die haben wir gerade mal ganz schnell hier durch. Das geht ja super schnell. Übrigens, zwischenzeitlich hatte ich auch riesige Energieprobleme. Ich weiß aber nicht, warum, weil wir produzieren sehr gut auf jeden Fall. Die MFSU ist nie leer gegangen. Doch einmal, als wir Molekulartransformer benutzt haben, da ist die MFSU leer gegangen, aber sonst ist sie nie leer gegangen. Und ich habe mega wenig Stromverbrauch. Dafür sind hier aber teilweise, kriegen teilweise die Maschinen nicht genug Strom. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Ich gehe davon aus, dass es hier an diesen Kabeln, an diesen Kabeln hier liegt. Dass die irgendwie, weiß ich, ab irgendeiner Reichweite oder irgendwas, oder ab irgendeiner Anzahl nicht mehr richtig arbeiten. Übrigens, wir haben jetzt einen CF-Sprayer. Am besten, wir machen es noch einen CF, okay, ein CF-Backpack. Und noch zwei weitere davon. Universal Fluid Cell. Ich wette, dafür brauchen wir auch nochmal. Genau, auch nochmal 4. So. Genau, ein Iron Item Casing haben wir. So, also 6. Das sind 3 Eisen. Ups. 3 Iron. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich werde irgendwann mal, das wird sicherlich offscreen passieren, die ganzen Kabel hier
Also hier sämtliche Kabel und alles. Ich finde, es sieht eigentlich mega geil aus, wenn man hier so schaut, ne? Und dann geht hier einfach mal diese ganze Kabellage lang. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob der gespeichert wird. Dann geht hier so die ganze Kabellage lang und alles. Ich finde das mega cool. Ich finde das wirklich mega schön. Aber wenn dann irgendwie die Maschinen alle keinen Strom bekommen, dann bringt das ja auch nichts. Dann werde ich mich wohl oder übel von den Kabeln trennen müssen. Ne? So. Ich habe keinen Plan, was für Universal Fluid Cells ich da eigentlich habe. Hallo, CS-Rare. Ein Electronic Circuit. Kann es vielleicht ein bisschen dauern. So, und da müssen wir hier ist mein Construction Foam reinklatschen. Ich glaube, das ist einfach nur CF. Huch, nein, CF. Genau, Construction Foam mit Water. Schon kaufen? Nein. Kann ein bisschen dauern. Wir sehen uns nach einem kleinen Zeitraum wieder, bis das dann fertig ist. Oder ich schneide. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Bis gleich. Und da ist es schon. Das ging jetzt eigentlich relativ schnell sogar. Jetzt haben wir ein CF-Backpack. Das können wir uns hier aufsetzen. So. Sieht wunderschön aus. Ich glaube, den werden wir sogar behalten. Protection 8. Macht gar nichts. Eigentlich. So, ja. Um Rüstung sollten wir uns vielleicht auch mal kümmern. Und dann craften wir jetzt mal CF. So, und wir haben jetzt die 64 Clay. Die packe ich mal aber ins ME-System, also ins Dual-Lager. Übrigens, ich habe jetzt auch ein paar mehr Dwarf, also ich habe jetzt mal sämtliche Dwarf jetzt hier auf die Seite gepackt und ein paar mehr Dwarf angeschlossen, beziehungsweise, ja, ein paar mehr Dwarf halt hier hinzugefügt. Zum Beispiel auch für Stein und Sand und für Sandbahn extra Dwarf. Und so, jetzt müsste das alles da sein. Ich würde nur sagen, Bams. Wir haben auch genug Stoners, also ich habe genug Stoners gemacht. So, das kann jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Und jetzt haben wir 64 CF-Powder. Ich glaube, einer sind, genau, 1000 MB. Brauchen wir aber Wasser. Und zwar ganz schön viel Wasser. Ich glaube, das ist. Nee. Ach ja, übrigens, ich habe hier eine automatische Dings-Can hier. Fill-Tin-Can-Fabrik gemacht. Denn ich werde teilweise auch Fill-Tin-Cans benutzen. Warum? Das seht ihr jetzt. Ein Klick. Alles gegessen. Das war jetzt nicht geschnitten. So. Und einfach hier in die Kiste packen. Und dank den Upgrades wird es automatisch hier zu 5 Fill-Tin-Cans. Sehr schön. Eine bleibt natürlich übrig, weil man braucht 5. Jetzt muss ich da Wasser reinkriegen. Unendliche Wasserquelle. Oder was könnten wir uns. Obwohl, naja. Warte, das ist Distilled Water. Haben wir vielleicht noch einen Tank übrig? Ein 16.000er. Ich glaube, wir brauchen. Ja, genau. Wir brauchen 64.000. Dann muss ich einen neuen Tank bauen. Am besten mit 64.000 Inhalt. Das wäre. Okay, wir brauchen zwei Harden-Tanks oder was? Na toll. Craft uns eben wieder ein Reinforced. Ich brauche erstmal normalen Portable. Was für ein Kopf haben wir eigentlich normal? Ich glaube, das Tunnel Foundation. Nein. Wir haben das Tinkers Kopf, okay. Ja, man, diese ganzen Mod. Wenn man halt sehr viele Mods drauf hat, hat man auch 10 Milliarden. Koppersorten und allgemein auch Tin und alles. Und das ist mega scheiße. Aber kann man nicht ändern. Es sei denn, man entfernt ja aus dem Mod. Hätten die theoretisch auch machen können, um dem Spieler ein bisschen zu helfen. Einfach mal die ganzen Koppersorten alle entfernen und dann halt nur eine behalten. Sehr gut, jetzt haben wir den hier. Das war einmal ein Reinforced.
Genau, 128. Bam. Fuse Quartz, Hardenglas. Übrigens, ich habe auch mal ein bisschen 302 nur noch und ein bisschen Invar gemacht. Wofür zeige ich euch gleich. So. Aber erstmal ganz kurz hier Reinforced Portable Tank auffüllen. Das geht eigentlich ganz schnell. Ich muss nur das Barrel entfernen und den hier draufsetzen. Und schon eigentlich ganz schnell. So, wir sehen uns dann noch im Zeitraffer wieder, bis das hier aufgefüllt ist. Bis gleich. Und es ist voll. Nice. Jetzt können wir auch wieder einen Barrel draufsetzen. Und füllt sich auch wieder. Sehr gut. Jetzt haben wir einen komplett gefüllten Flöhtank mit Wasser. So, jetzt müssen wir aber irgendwie da auch Wasser reinkriegen. Das machen wir, indem wir hier die Kiste entfernen. So. Und auch das. Und dann, was war das nochmal? Ich glaube, das ist der Enrich-Modus. Das müsste das hier sein. Okay. CF. Kann ich jetzt einfach so hier das daneben setzen? Nein. War klar. So. Dann brauche ich... Ich glaube nicht, dass das mit den Fluidukten geht. Hm. Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube nicht dran, aber vielleicht funktioniert's. Aber erstmal probiere ich es mit denen hier. Okay, er connected schon mal. Output funktioniert. Voll geil. So, dann stellen wir jetzt mal. Problem ist, der wird jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel mit Wasser füllen. Brauchen wir nochmal einen Stack von dem Stuff. Also nochmal 16. Da, von dem hier. Wir nehmen mal den Chicken Stick. Ist, glaube ich, ein bisschen schneller sogar. Aber Zeitraffer, bis gleich. So, und jetzt können wir hier nochmal... Ach ja, können wir nicht. Ha. Oh. Ach ja, da war ja noch was. Ich würde mal sagen... Wir packen da mal unser Backpack rein. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ja, toll. Ja, toll. Ist jetzt blöd. Der Kenning, Drain vom Fill Cell vom Tank. Switch Tanks. So, ich weiß nicht, wie viel da reinpasst, aber ich hoffe 128.000 MB. Glaube ich nicht. Bam. Nein, stopp. Scheiße. Warte, Fluid Enrich. Jetzt müssen wir da das Wasser rauskriegen. So. Dann müssen wir eben mit dem Wrench daran. Und ich glaube nicht, dass wir es diese Folge schaffen, das CF zu kriegen. Ist ein bisschen blöd. Aber hey. So. Ach ja. Ich glaube, das Kabel ist weg. Kann das sein? Das Kabel ist weg. Jo. Naja, Hauptsache die Maschine ist noch da. So. Fluid Enrich. Das kommt darin und das kommt darin. Ah ja, und die Upgrades natürlich auch wieder. Jetzt brauchen wir nur noch halt ein neues Kabel, neues MV-Kabel.
Na toll. Na toll. So. Neues MV-Kabel. Kleiner Zeitraffer. Bis gleich. Und der hat wieder Strom. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, Kabel. Bam. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau funktioniert. Ich hoffe. Ah, sehr gut. Der pumpt das jetzt alles da rein. Sehr schön. Wir können zusehen. Nice. Problem ist jetzt nur noch, der kriegt jetzt nicht automatisch das ganze C4. Ich weiß nicht, ich schätze mal, da passen 64.000 rein. Das wird nicht genügen. Ist ein bisschen schlecht. Naja. Aber ich würde mal sagen, das war's dann wieder für diese Folge. Nächste Folge wird das CF fertig sein, beziehungsweise der Construction Foam. Und da können wir eigentlich schon beginnen mit dem Reinforced Stone. Und ich würde mal sagen, das war's dann wieder von dieser Folge, von dieser Aufnahme von mir. Und ich sage, schaut Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao. I'll never forget this day.